Hallo zu einem ganz neuen Video mit einem ganz neuen Produkt von Railblazer, und zwar das Slimline Kayak Track. Das Slimline Kayak Track ist eine Schiene, in die man die Halterung von Railblazer hineinschieben kann, um sie zu fixieren. Die Schiene ist 300 mm lang, 22,5 mm breit und 13 mm hoch. Braucht also wirklich sehr, sehr wenig Platz. Man kann diese 30 cm lange Schiene mit einer anderen Schiene kombinieren. Dann hat man eine lange Schiene. Man kann sie auch zuschneiden, wenn man möchte. Man kann auch viele kleine Schienen daraus machen. Es muss einfach so breit sein wie die Halterung. Ja. So, die Schiene, die hat vier Löcher vorgebohrt. Und die vier Schrauben, die da reinpassen, werden mitgeliefert. Jetzt kommen wir einmal zu den verschiedenen Halterungen, die man da reinschieben kann. Haben wir mal die hier. Was ich nicht verstehe, ist, dass die hier, die sind ein bisschen schmal. Die verkanten sich nicht jedes Mal, aber man darf halt nicht ganz vorsichtig die Schrauben zu fest drehen, sondern man muss ein bisschen dagegen klopfen und dann verkanten die sich auch ganz sicher so schon fest. Jetzt das andere auch. Wie gesagt, wenn man es ganz vorsichtig zudrehen würde, dann kann es passieren, dass die sich nicht verkanten. Aber eigentlich verkanten die sich schon. Und zwar sehr gut. So. Schon fertig. Eingesteckt oder eingebaut, festgeschraubt. Der Unterschied hier ist einfach, Halterung guckt nach oben, Halterung guckt zur Seite. Je nachdem, wie oder was man montieren will. Spielt ja gar keine Rolle, ob das jetzt nach oben oder zur Seite guckt. Es gibt so viele verschiedene Montagemöglichkeiten. Das ist immer gut, wenn man zwei Möglichkeiten hat, aber es geht noch weiter. Gibt es noch diesen hier. Hier muss man einfach die Löcher durchbohren, komplett. Haben wir hier schon mal vorbereitet natürlich. Löcher sind durchgebohrt. Dann muss man sich das hier dazu organisieren. Das sind halt die Schrauben. So. Also. Das besteht aus ein paar Teilen, Schraube, dann einmal hier dieses Plastikding, damit man die auch besser zuziehen kann. Die Löcher hier, die müssen so breit gebohrt werden, dass die Schraube auch wirklich durchrutscht und sich nicht festziehen kann, weil sonst zieht sich die Schraube fest. Das Teil hier wird nicht nach oben gezogen und dann bringt einem das Ganze überhaupt nichts. Die schwarzen lasse ich jetzt mal weg, brauche ich nicht. Hier sind die Löcher, ich habe die ein bisschen knapp gemacht. Aber es sollte schon gehen. Einmal. Zweimal. Und hier, die sind eben breiter. Das finde ich eben besser. Die sind breiter als das und die können gar nicht wieder rausrutschen. Keine Ahnung, warum die anderen so schmal sind. So. Schieben wir das ein bisschen weiter darüber. Und schon fertig, hält bombenfest. Jetzt kommen wir mal zu meinem Favorite, die ich eigentlich am besten finde. Das sind die hier. Das Ding ist breiter, es gibt nur eins davon. Einschieben, zweimal drehen, fest. Das Ding, das finde ich eigentlich am besten. Jetzt gibt es vielleicht welche, die haben schon von Railblazer Halterung, zum Beispiel die hier, die gibt es schon immer. Und die denken sich, ja schade, jetzt habe ich diese Halterung, aber ich kann die nicht benutzen. Kann man wohl, man muss einfach das hier dazu kaufen. Und dann funktioniert das auch tipptopp. Das Ding ist hier, wenn man es, also wenn man flexibel sein will mit denen und die Dinge auch hin und her schieben will, dran bauen will und abmachen möchte, muss man einfach einen Schraubenzieher dabei haben. Aufschieben, Schraubenzieher,
festziehen. Fertig. So. Jetzt haben wir hier auf dem Ding drei Halterungen. Schon mal klasse Sache. Gibt es noch diese hier? Also das hier ist eigentlich im Großen und Ganzen das hier. Die hier gibt es auch schon ewig. Weil hier passen die Schrauben auch nicht rein. Dafür, die Schrauben passen da oben nicht rein. Der Kopf ist zu breit. Kann man vielleicht im Baumarkt, kann man sich irgendwelche Schrauben kaufen, die da reinpassen? Keine Ahnung, das würde wahrscheinlich schon gehen. Aber eben vom Prinzip her ist das genau das gleiche wie das. Die passen da nicht rein. Nochmal gesagt, nicht, dass sich irgendwelche Leute das kaufen und sagen, hey, hab gedacht, das passt. Nein, tut es nicht. Der Kopf der Schraube ist zu groß. So, jetzt haben wir das so montiert. Eine 30 cm lange Schiene mit drei Halterungen. Sieht ja schon mal gut aus. Was wollen wir jetzt? Nehmen wir einfach mal hier die, für mich besonders wichtig, GoPro-Halterung. Jetzt muss man das natürlich erstmal aufmachen, damit es auch reinpasst. Da einmal schnell einen Klick gemacht. Zack und fest. Was brauchen wir noch? Nehmen wir hier vielleicht mal, ups, auf dem Kajak ist das Ding natürlich festgeschraubt. Nehmen wir hier zum Beispiel noch eine Lampe. Auch hier muss man erstmal den Verschluss öffnen. Lampe rein und Verschluss wieder zumachen. Und was wollen wir hier noch haben? Nehmen wir hier meine Handyhalterung. Und jetzt denkt man, hey, das passt ja gar nicht. Das Handy guckt ja nach oben, das ist total doof. Richtig, hätte man entweder das hier montieren sollen, die Seitenhalterung. Oder wenn man sowas noch hat oder schon hat, montiert man einfach das. Das ist so, kann man Winkel und so Zeugs mitmachen. So, auch hier wieder erstmal öffnen, reinmachen, schließen, Handyhalterung und Klick zu. Jetzt habe ich hier eine Kamera, eine Lampe und ein Handy. Ob das jetzt in der Kombination wirklich sinnvoll ist, wahrscheinlich nicht. Die Lampe blendet die Kamera wahrscheinlich. Keine Ahnung, oder das Handy ist im Bild, aber das ist jetzt auch nur mal so zum Demonstrieren. Dann kann man hier sein Handy noch einbasteln. So. Das ist alles ein bisschen. Ups, so. Achso. Und. Ja, es wäre einfacher, wenn die Schiene festgeschraubt wäre. Dann würde das am Ende so auf dem Kajak sein. Man kann natürlich auch Routenhalter montieren oder irgendwelche andere Sachen. Es gibt eigentlich alles, Dosenhalter und so weiter und so weiter. Man kann ja mal auf der Internetseite von dir nachschauen. Es gibt wirklich fast alles. Ja, das ist der Slimline Kajak Track. Besonders super für mein Kajak. Wenig Platz. Hat noch keine Schienen verbaut, wie andere Kajaks. Aber kein Kajak ist perfekt. Aber man kann sie fast perfekt machen. Ich bin dran. In dem Sinne, wenn ich noch was vergessen habe, unten reinschreiben, Fragen stellen, kommentieren, liken, abonnieren. Das übliche Disliken auch. Bitte mit Kommentar warum. Was ist scheiße? In dem Sinne, Kajak angeln, rock leise und Petri heil.